Warum hat sich der Stiesel umbringen lassen? Fulminictus! So. Ja? Du, mein guter Vorgrim, steigst jetzt mal auf die Keule um. Sonst sehe ich hier irgendwie so ein ganz klein wenig schwarz. Das hat nichts mit dem Moha zu tun. Entschuldigung. Aber ich bin nicht verwerflich. Mann. So. Philly ist wieder hier. Macht ihr auch noch mal was? Och. So. Ja. Mach ruhig mal. Das Geräusch. Na? Also ob uns Philiasson eines Tages vielleicht sogar als richtiger Begleiter zur Verfügung steht, würde mich nicht wundern. So. Damit hätten wir das auch mal erledigt. Ja? Jetzt müssen wir gleich einmal Stieselchen wieder verbinden. Aber sicher. Tja. Wer hätte es gedacht, dass Stieselchen der Erste ist, der hier den Löffel abgibt, das Essbesteck abgibt? Das hätte garantiert niemand, aber auch niemand, absolut niemand, absolutely fucking nobody hätte das gedacht. Aber sicher. Außer mir. Das sieht hier so geil aus, ich mag das. Eorla. Irgendwie so altägyptisch, ein bisschen, ne? So, ja. So. Stieselchen ist natürlich komplett zerlegt, ist klar. Soll mich aber nicht unbedingt stören. So. Dann mache ich mal wieder ganz. So. Ist wieder wie neu. Was? Ja, ja, ja. Durchaus. Unglaublich aber war, der Stiesel kann auch repariert werden. Na, da ist ein Büchlein da vorne. Was haben wir denn hier? Ist das eine Einbeere? Ja. Ist gar nicht strange. Ah, da haben wir Skaraben. Bäh. Ja, Dai. Schilde sind noch am Start. Schilde sind intakt, Captain. Sanyasa. La. Da ha. Haben wir noch einen. Da haben wir. Weiche! Ja. Sanyasa! Na? Sanyasa, na? Und auch schön. Einen. Ja. Angriff! Und ich würde mal sagen, du bleibst mal beim Fulminictus. Ach nee, 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 nee. Besser in Brand stecken vielleicht. Tut das ihnen ja gut. Und den habe ich ja gerade hochgelevelt vor einiger Zeit. Was? So. Und drauf. Sind noch ein bisschen desorientiert, die Herren und Damen Käfer. Philiasson geht gleich nach vorne, um sich umbringen zu lassen. Oh, da kommen noch mehr. Uiuiui, sind das viele. Ich glaube, da müssen wir zurückweichen. Weiche. Ist hier eine genau vor uns von den Kakerlaken. So. Vorgrim. Ja, du kannst trotzdem weitermachen hier mit dem. Er steht ja nicht direkt dagegen. Ja. Okay. Komm, komm! Compario. Komm schon! Das waren eben ein paar viele und ich habe den Verdacht, dass wir hier wohl ein bisschen in Bedrängnis kommen können. Sterne. Die machen Knochenbrechen, die machen Knochenknack, das ist gar nicht gut. Haha! Ja! Was?
Ja. Immer weiter so. Meine Herzallerliebsten. Nee, warte mal. Könntest du ihr mal kurz die Knochen verbinden, dann wäre das echt geil. Achtung! Dafür kann sie mal hier. Sanyasa! La. Sie sind recht stark gepanzert, deswegen kriegen sie nicht so viel ab. Okay, Stiesel. Ja. Stiesel, warum willst du unbedingt sterben? Okay, wenn du unbedingt sterben willst, dann renn doch dahin. Komm, komm! Komm, Bario. Okay, nö, also ich hab nichts dagegen, dass er sich da umbringt, aber das kann er alleine machen. Hihihi. Oh. Ja, viele Jason ist bei ihm. Können sie beide zu Boron fahren. So. Was ist das da? Ach nee, das ist da. Ja. Frag nicht. Mhm. Ja, das wird. Was ist mit dir, Stiesel? Warum willst du unbedingt Fyris angreifen? Sah eben so aus. So. Ist denn da überhaupt noch irgendwas? Da scheint noch ein Käfer zu sein. Tanzt doch nicht davor rum. Ich kann den nicht sehen. Halt, stopp. Ihr kommt jetzt alle mal schön zurück. Hinter mir bleiben. Ja, ja, ihr kommt jetzt alle mal schön zurück und macht hier keinen Quatsch. Warum will Madame Sanyasa leider immer noch rumballern? So. Ei? Na, endlich. Aber sicher. Och. So, das war ein etwas größerer. Eola. Eine etwas größere Menge von den Viechern. Was haben wir hier? Pflanzung des geheiligten Beetes. Ich mach das schon. Sei gewarnt bei dem Bepflanzen des heiligen Beetes dieses Nurti-Schreins. Skarabäen der Fäulnis haben sich tief in die Wurzeln gefressen. Pflanzt du die heiligen Samen an falscher Stelle, brechen diese Monstren aus dem Boden hervor und richten Unheil an. Um die Kraft Nurtis zu stärken, musst du 4 reine Pflanzstellen finden. Jene Stellen zu erkennen erfordert Augenmaß und Geschick. Doch bemerkte ich, dass eine mystische Verbindung besteht zwischen den bepflanzbaren Stellen und den unverderbten Blumen. Je mehr gute Pflanzstellen ringsum sind, desto größer ist die Anzahl der roten Blütenkelche. Zeigt sich keine einzige Blüte, sind die 8 angrenzenden Felder allesamt verdorben. Zeigt sich eine rote Blüte, so grenzt eine reine Pflanzstelle an jene Blume. Bei 2 roten Blüten sind es sogar 2 gute Pflanzstellen in direkter Nachbarschaft. Ach du Scheiße, ist das jetzt ein... Entschuldigung, ist das jetzt ein Rätsel? Ich habe jetzt keinen Bock auf Rätsel. So gibt uns die heilige Göttin Nurti ein Zeichen, wie wir Pflanzen und ihre Kraft mehren können. Mhm. Ja, also... ich muss jetzt hier nicht pflanzen, oder? Nö, sieht nicht so aus. Aber sicher. Ah, Nurti sei Dank. Wahrscheinlich später. Wahrscheinlich muss ich später, nachdem ich den Schrein gereinigt habe, hier ein Feld bepflanzen und jedes Mal, wenn ich was Falsches pflanze, kommen Skarabäen raus. Ja. Ziemlich durchsichtige RPG-Strategie. Okay. Ja, also. Ich mach das schon. Kann ich da unten hinklicken? Nö. Ich dachte schon, wir könnten hier unter Umständen ein wenig uns umsehen. Hm? Huch.
Das ist nicht im offiziellen Soundtrack, dieses Lied. Mhm. Gibt es den Soundtrack vielleicht auch irgendwo zu haben? Wäre schön. Ja, also diese Vasen haben wieder nur Sandstein in sich. Ist jetzt auch nicht irgendwie die Härte an Loot. So. Aber wir gucken jetzt hier trotzdem um, was wir hier so abgreifen können. Vom Nurti-Schmurti. Da ist noch eine Vase. Ja, ich hab eben gesehen, wo weitere Skarabäen sind. Kein Problem. Ich bin ja nicht blind. Sandstein. Elfische Badekräuter, was? Was machen die denn hier? Sind die Elfen etwa auch schon hier gewesen? Bitte nicht. So. Nurti, Schmurti, Purti. So, nö, also. Ich hoffe mal, es werden nicht allzu viele komische Schiebe- und Verrumsel-Rätsel hier sein. Sonst muss ich leider kündigen. Mhm. Nurti, Schmurti. Aha. Da haben wir schon wieder ein Käferchen. Okay, alles klar, pass mal auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier mehr als dieses eine sind. Aber ich gebe erstmal dem Feuer und sag mal, Honk, hattest du nicht den Auftrag, die Dame hier zu heilen? Nee, erstmal, warte mal. Mach mal alles aus, komm. Honk, heil mal die Dame. Die sind eigentlich ganz friedlich, die Käfer, ne? Wenn man sie nicht angreift, guck mal. So. Was? Die Dame. Einmal kurz für. Ah, guck, da ist der zweite Käfer. Hilfreiche Tatze. So. Und jetzt kann's losgehen mit dem Spaß. Ja, jetzt kann's losgehen mit dem Spaß. Ein Sohn. Ein Sohn. Okay, albern, ich weiß, so muss das aber sein. Das ist ein anderer Soundtrack. Ja. Ich will diesen Soundtrack haben. Komm schon. Ja. Hört sich gut an. Haha. Hoho. Ei. Wenn jemand von den Zuschauern hier eine Ahnung hat, wo man diese Soundtrack-Stücke herkriegt, dann sag doch mal Bescheid. Ha! Okay, auf geht's. Macht sie platt, Jungs und Mädels. Und auch die diversen und nicht-binären. Ja. Auf geht's. Fulminictus! Och, das war ja jämmerlich. So. Ja? Eorla. Ach, ist das fein hier. Ich liebe dieses, diese Gegend von dem Addon. Oh, was haben wir da? Oh, eine Goldmünze Tishianas. Eine sehr alte und wertvolle Goldmünze aus Tishiana. Tishiana ist dann wohl das, was wir hier haben. Parfüm für den Schnösel. Geil. So. Ach. Siehe da. Loot, Loot, Loot. Ist immer gut. Ah, ich sehe schon die nächsten. Käferchen. Ja. Käferchen. Käferchen, was? Käferchen. Schön hier hoch. Da sind sie schon. Sie warten auf uns. Ich glaube, wir haben gleich diesen Teil der Aufgabe erledigt. Ja, ja, durchaus. Ja,
mein Guter. Ja! Mein Zwergenbruder. Angriff! Ach ja. So. Ganzes Gedeck brauchen wir wahrscheinlich gar nicht für die Viecher. Aber die sind schon gar nicht ungefährlich. Also so 100% ungefährlich sind sie nicht, aber ein bisschen. Komm schon! Haha! Hoho! Hoho! War ihr! Achtung! Okay. So, dann wollen wir mal. Sind gar nicht so langsam, wenn sie erstmal losgepickelt sind, ne? Habe ich so mitbekommen. Ja! Fulminictus! Einer ist weg. Das scheint das letzte von diesen Biestern gewesen zu sein. Wir sollten zurück zur Orima-Priesterin. Ja, ja, wenn wir das hier gelootet haben, dann machen wir das wohl. Wird gemacht. Und dann müssen wir wahrscheinlich ein Beet pflanzen. Aber sicher. Also sollte das der Fall sein, dann höre ich auf und weiß gar nicht, können wir hier eigentlich raus? Palast der Hochkönige. Und was ist mit den Niederkönigen? Haben die auch einen Palast? Was haben wir da drinne? Handspiegel. Ein handelsüblicher Spiegel, sicher etwas wert. Und natürlich wieder eine Goldmünze Tishianas. Na? Ja, okay. Ich bin echt mal gespannt, ob dieses Add-on irgendwie noch spezielles Loot verschlossen. Herr Stiesel, ja. Monsieur Stiesel, könnten Sie bitte mal Ihr Glück versuchen an dieser sehr, sehr seltsamen Truhe? Mhm. Oh, ich mach. Ist gut. Zaubertrank, Heiltrank. Ah, oh, geil, geil, geil. Feine Sachen. Tishianer Beinlinge. Bauch kann das auch bedecken. Oi, der. Okay, also. Ich bin dafür. Dankeschön. So, die Beinlinge. Da unser Vorgrim immer am meisten zu tun hat, hier ist die Arbeitshose. Guck mal. Kann 2. Das Ding kann 6. Hat 6. Digga. Sieht man jetzt gar nicht an ihm. Was haben die anderen eigentlich für Hosen an? Kuanos Beinkleider. Na, hoffentlich finden wir von sowas noch ein bisschen mehr. Was? Sie hat eine schwarze Stoffhose. Und der Honk eine schwarze Soldatenhose. Also hoffentlich finden wir von den Dingern noch ein bisschen mehr, weil wir werden rüstungsmäßig absolut over the top sein, wenn wir mit dem, wenn wir uns mit dem Dämon, mit dem Zand anlegen. Genau auf sowas hatte ich gehofft. Nee, ich habe eigentlich keine Ahnung, ob man gegen den überhaupt eine Chance hat. Vor allen Dingen, wenn man das machen will, was ich vorhabe. Mach mal lieber einen Speicherstand. So, Leuchtekopf voraus. Verstehen Sie nun, welche Macht Sie besitzen? Ihre Ankunft hat die dunklen Mächte in Unruhe gebracht. Das fahle Herz schlägt erstmals schneller als es darf. Nur deren Macht vermag es zu brechen. Das finde ich lustig, da hinten. Das wabert da so. Schön und gut. Nur wie hilft uns das weiter? Der Garten ist immer noch welk, obwohl die dunklen Wesen vertrieben haben. Ach nö, ne? Nur weil der erste Schritt getan ist, kann der zweite nicht ausbleiben. Es gilt, das Verdorrte mit neuer Kraft zu füllen. Allein der Hüter des Wissens kann jetzt noch helfen. Er wacht über die Saat Nurtis.
Ich hab's gewusst, wir müssen dieses Feld da hinten bepflanzen und müssen dafür dieses Rätsel da machen. Okay, kriegen wir wahrscheinlich auch irgendwo hin. Und wo finden wir diesen Hüter? Dort, wo sie ihren Anfang nahmen. Durch das erste lebendige Portal. Dann versuchen wir dort unser Glück.